Hallo, herzlich willkommen bei Sunny Tested. Heute möchte ich euch das Inhaliergerät vorstellen von der Firma Myuk. Das ist ein kleines tragbares Inhaliergerät mit Batterien und anscheinend sind das Akkus, denn hier ist ein Aufladekabel dabei. So, dann gehen wir mal zurück. Den Vernebler habt ihr schon in Betrieb gesehen. Hier wird er aufgeschaltet. Entschuldigung. So. Hier wird er ausgeschaltet. So funktioniert er. Hier oben habe ich Kochsalzlösung eingefüllt. So, jetzt ist aus. Und hier kann man das Stück entnehmen. Das kann sicherlich auch gekocht werden, um es zu desinfizieren. Wir haben hier eine Abdeckung. Und hier oben haben wir jetzt das Verneblerfach. Und hier unten haben wir die Batterien. Da kommen wir gleich zu. Und jetzt öffne ich mal eben das Verneblerfach. Hier ist jetzt noch Kochsalzlösung drin. Die werde ich jetzt einmal kurz entsorgen. So, ich will euch das kurz von innen zeigen. Hier ist halt die Verneblerkammer. Was mir an dem Gerät sehr gut gefällt, ist, dass man hier hinten auch, ja, wird ein lustiges Video mit mir, ihr merkt das schon. Dieser Teil darf gereinigt werden und muss gereinigt werden nach jeder Benutzung. Und der Hauptteil des Gerätes darf selbstverständlich nicht ins Wasser und allerhöchstens mit einem Handtuch abgewischt werden. Das ist nicht für Feuchtigkeit geeignet. Hier ist der Zusatz zum Laden, wenn man Akkus reintut. Hier ist das Batteriefach. Was mich hier daran stört ist, ja, jetzt ist es fest. Also man muss es richtig fest, die Schließe richtig fest nach außen drücken, sonst kommen einem die Batterien entgegen, wie mir eben. Aber jetzt ist es fest. Ja, wie gesagt, der Vernebler ist gut zu bedienen und mir gefällt sehr, sehr gut, dass man halt eine klare Trennung zwischen einem zu reinigenden Teil des Gerätes hat und eben nicht. Ihr merkt schon, mit einer Hand ist es schwierig. Ich lasse es jetzt auch. Ich hoffe, ich konnte euch so ein wenig helfen. So ein Vernebler ist zum eben mal schnellen Inhalieren zwischendurch wirklich sehr gut. Und auch Kinder können ihn wunderbar in die Hand nehmen und können sich damit vor den Fernseher setzen und dann inhalieren. Ja, ich werde das die nächsten Tage noch weiter austesten, da ich selber ein wenig erkältet bin und werde euch dann berichten.